Ja. Bringt das denn überhaupt was? Das ist der Titel dieser Aufnahmesession, beziehungsweise der nächsten Folgen. Ein oder zwei Folgen. Erstmal sehen. Und ich heiße euch natürlich herzlich willkommen zurück zu Harvest Moon. Genau, da. Von Maschinen habe ich die Nase voll. Heute bleibe ich zu Hause. Na gut, wer es glaubt. Unser Kind macht Mordschritte. Oh Gott. Ah, was ist heute los hier? Meine Güte. Es kann schon Mama sagen. Ja. Du sollst nicht pfeifen. Oh. Da, ich bin, Friends of Mineral Town. Friends of Mineral Town Steuerung gewöhnt, meine Güte. Ja. Bringt es denn überhaupt was? Ja, das soll der Titel sein. Und, der Titel ist auf jeden Fall berechtigt, denn, mir ist da so ein kleines Phänomen aufgefallen. So ganz nebenbei. Ja, das wird heute natürlich, ja, ein paar ernstere Folgen, kann man eigentlich schon fast sagen. Aber, worüber ich natürlich, die ganze Zeit hier quatsche, beziehungsweise seitdem das Ganze angefangen hat hier, ja, werde ich jetzt erst einmal erklären. Und zwar, erstmal ganz tief Luft holen. Besten Dank, das sieht köstlich aus. Das wollte ich zwar jetzt eigentlich nicht in der Stimmlage, doch eigentlich schon, egal. Gut, und zwar, mir ist ein kleines Phänomen aufgefallen, und zwar, dass, ich habe vor 3 Tagen, natürlich wie immer, täglich Videos hochgeladen und so, und, ja, habe mich natürlich auch gefreut, als ich gesehen habe, dass, die Videos, ja, Klicks bekommen haben und auch eine positive Wertung. Positive Bewertung. So. An sich erstmal nicht schlecht. Habe ich mich natürlich sehr gefreut. Denn das gibt einem ja dann doch schon ein bisschen das Gefühl, ja, schön, man macht das ja doch nicht komplett umsonst. Und die Videos werden angesehen und auch die positive Bewertung hat dann sozusagen mir gezeigt, dass das Video jemanden gefallen hat, beziehungsweise euch gefällt. An sich eigentlich eine ganz gute Sache. Allerdings, das passt natürlich auch sehr gut mit der Aufnahme, denn ich habe heute natürlich ja keine Folgen mehr und habe mir dann mal überlegt, doch, wir haben es noch nicht so spät, deswegen fangen wir einfach mal an, ein bisschen aufzunehmen und so. Eigentlich auch eine schöne Sache, aber nun gut. Es geht um die positive Bewertungen. Und du gehst mal hier ein bisschen an die Seite. Meine Güte, so kann ich mich gar nicht um dich kümmern hier. Meine Güte. So. So, heute habe ich mir mal die Statistik dazu angesehen. Und zwar eine positive Bewertung. Doch das Video wurde gar nicht erst angesehen. Beziehungsweise, eben mal schnell draufgeklickt, eine positive Bewertung gegeben und wieder weggeklickt. Und da stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, bringt das denn überhaupt etwas? Ich meine, gut, im ersten Moment habe ich mich natürlich gefreut, ja, positive Bewertung, alles schön und gut, freue ich mich natürlich, aber mir sind, ganz ehrlich gesagt, die positiven Bewertungen gar nicht so wichtig. Mir ist auch nicht wichtig, wie viele Klicks das Video bekommen hat. Was mich in Wirklichkeit richtig interessiert, ist denn, wie ihr das Video fandet. Und das könnt ihr natürlich mit, das könntet ihr zwar natürlich auch mit positiven oder negativen Bewertungen machen. Das steht euch natürlich komplett frei. Da möchte ich euch auch nicht reinreden oder irgendwie sowas. Aber
Was ich doch eventuell mal sagen muss, wie kann man etwas positiv bewerten, was man gar nicht gesehen hat? Das ist natürlich die große Frage jetzt. Ich meine, gut, was mir jetzt persönlich auch schon des Öfteren passiert hat, ist, ich habe mir ein Video angeschaut und hatte gedacht, ach, okay, der hat was gefragt und dann schreibe ich eben mal im Kommentar dazu und ja. Und im Nachhinein ist mir dann aufgefallen, das hättest du ja gar nicht posten brauchen, denn er hat es im Prinzip 2 Minuten später sowieso herausgefunden. Ja. Das ist aber ach ja, stimmt, wir können im Winter nicht angeln. Okay. Mein Fehler. Und warum bin ich eigentlich im Wald? Genau, ich wollte Holz hacken ohne Axt. Ja. Ja, wie gesagt, derjenige hat dann 2 Minuten später selber die Lösung für das Problem gefunden und hatte mir gedacht, na gut, okay, sinnlosen Kommentar abgegeben, hätte ich mir das Video dann doch lieber zu Ende angeschaut. Aber das ist im Prinzip auch was vollkommen anderes. Wie gesagt, wie kann man etwas positiv bewerten, was man nicht gesehen hat? Ich kann's nicht. Wenn ich mir ein Musikvideo anschaue, dann schaue ich mir das Video ganz an und kann am Ende, nachdem ich das Video angesehen habe, sagen, okay, das Video war ganz gut, gefällt mir, aber ich klicke nicht drauf, um innerhalb von kürzester Zeit zu sagen, das Video ist scheiße. Oder hey, das Video ist voll toll. Obwohl ich es gar nicht gesehen habe. Denn das kann man nicht. Das ist einfach nicht möglich. Ja. Da bin ich im Moment schon ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Ja, oh, guck mal, ein Fuchs. Ich möchte nicht sagen, dass ich irgendwie sauer bin oder irgendwie sowas. Im Gegenteil, also, na gut, Gegenteil ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Aber, ich würde ja dann doch schon eher sagen, wenn man etwas positiv oder negativ bewertet, dann, ja. Dann sollte man schon das ganze Video gesehen haben, beziehungsweise, wenn man sich ein Musikvideo anguckt, eben das Lied oder eben, ja, ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, mir sind im Prinzip gar nicht so, die positiven Bewertungen wichtig, sondern vielmehr eure Meinung. Auch wenn ich, da brauchen wir gar nicht groß um den heißen Brei rumzureden. Ich bin ein kleiner Let's Player, sage ich auch ganz ehrlich. Aber ich habe mein Ziel schon längst erreicht. Ich mache es aus Hobbygründen. Mir macht das Let's Playen Spaß. Und das Ziel, was ich eigentlich meinte, ist... ich habe mir ganz am Anfang, habe ich mir gesagt, wenn ich es auch nur schaffe, auch nur eine einzige Person mal wieder zu einem von den älteren Spielen zu bringen, dann habe ich mein Ziel schon erreicht. Und das Ziel habe ich schon erreicht. Da habe ich auch eine Bestätigung. Und das ist dann auf jeden Fall auch gut. Das Spiel, von dem ich rede, ist Lufia 2, was ich komplett fertig abgeschlossen habe. Und ich habe mich natürlich auch mit demjenigen unterhalten und wir haben eine nette Unterhaltung geführt und alles war alles super, super trutti-frutti, wenn man das mal so sagen kann. Und ja, ich mache es im Prinzip jetzt, weil es mir Spaß macht und weil ich halt auch zeigen möchte, dass die älteren Spiele auf jeden Fall es wert sind, nochmal gespielt zu werden, auch wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, gut, gebe ich zu.
Ja. Aber im Prinzip kann man sagen, dass das Spiel heute irgendwie am Lecken ist. Ich habe keine Ahnung, warum. Naja. Ich könnte ja genauso sagen, ich werde die Bewertungsfunktion ganz einfach abschalten. Möchte ich aber nicht. Denn es gibt ja immerhin noch Leute, die irgendwie sagen, ja, okay, das Video war jetzt nicht so toll. Ich rede jetzt natürlich nicht von Hatern, die irgendwie sagen, du bist voll scheiße. Wobei ich natürlich immer noch auf den ersten Hater warte. Der wird auf jeden Fall eingeladen, der bekommt dann Sonderrechte von mir. Aber natürlich darf er auch nicht alles sagen. Denn das gehört zum guten Anstand. Gut, dass jetzt natürlich die meisten Hater keinen Anstand haben, da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten, das wissen wir. Ja. Um es auf jeden Fall ganz kurz zu machen, bringt das denn überhaupt was? Die Antwort darauf, nein. Denn es bringt den anderen Leuten überhaupt nichts, wenn sie sehen, positive Bewertung, das Video muss gut sein. Denn das ist auch immerhin eine Art Beeinflussung. Ja, wenn dann die Leute irgendwie sehen, gut, cool, das Video hat eine positive Bewertung bekommen oder mehrere positive Bewertungen, das muss gut sein. Und am Ende sagen die anderen dann, das Video ist nicht so toll. Dann können die natürlich auch von mir aus eine negative Bewertung da lassen. Das ist aber dann wieder was vollkommen anderes, denn die Leute haben eben das Video komplett gesehen oder haben sich halt eben gesagt, ne, der gefällt mir eben nicht so, gucke ich nicht mehr. Gut, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Ja, wie gesagt, ich freue mich natürlich sehr, sehr, wenn meine Videos geschaut werden. Auch wenn eine positive Bewertung kommt, freue ich mich natürlich auch, das will ich ja gar nicht abstreiten oder so. Aber dann sollte die positive Bewertung auf jeden Fall berechtigt sein. Denn das hilft mir auch nicht. Ich kann da nicht sagen, hat er das Video jetzt gut gefunden oder gefällt ihm das nicht? Das kann ich aus dieser Situation absolut nicht rauslesen. Das geht nicht. Ja. Heute mal ausnahmsweise ein etwas ernsteres Thema angesprochen. Beziehungsweise mal meine Meinung gesagt dazu. Und falls sich jetzt natürlich die Leute da angesprochen fühlen und irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, wolltet ihr doch nur helfen und ja. Ihr helft mir viel, viel mehr, wenn ihr Kommentare schreibt. Das bringt mir definitiv mehr. Gut. Genügend von irgendwelchen depressiven Themen hier. Voll depressiv. Ja. Wir kommen mal wieder zu ein paar fröhlicheren Themen. Wie zum Beispiel hier den wunderschönen Zaun einfach mal reparieren. Reparieren in Anführungs. Wir schlagen einfach den Zaun in die Erde. Würde jeder normale Bauer auch tun, kennen wir ja. Nun gut. Ja, hier ist alles heile, mehr oder weniger. Und ich muss sagen, ich habe heute ausnahmsweise mal keinen Kaffee hier. Ja, könnte natürlich auch an der Uhrzeit liegen. Oder einfach an die Lust. Ich gehe einfach mal vom zweiten aus.